Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir brönte Mandeln, brönte Haselnuss und brönte Walnuss oder wie man bei uns in der Schweiz auch sagt, Baumnuss. Schaut das Rezept von A bis Z an. Zutaten wie Zucker, Wasser und das Lebkuchengewürz, das ich übrigens selber habe gemischt, ist immer gleich, aber man tut es ein bisschen unterschiedlich zubereiten. Es sind kleine Sachen, aber die sind noch wichtig. Tschüss zusammen, ciao ciao. Also, wir nehmen 200 Gramm Mandeln, 120 Gramm Zucker, einen guten halben Teelöffel Lebkuchengewürz. Ihr könnt aber auch Zimt nehmen, aber mein Lebkuchengewürz, mein Rezept Nummer 6 ist super. 50 bis 100 ml Wasser. Und jetzt zuerst brauchen wir eine Glasschüssel. Wir ziehen nämlich bei den Mandeln zuerst mal die Haut abziehen. Dann die Mandeln in die Glasschüssel. Dann tun wir kochendes Wasser drauf. Und lassen das bis zu 5 Minuten ziehen. Nicht mehr als 5 Minuten, maximal 5 Minuten. Und nach 5 Minuten schütten wir es ab. Und lasse 1 bis 2 Minuten ein bisschen abkühlen und dann kann man eigentlich schon die Haut abziehen. Und das geht ganz einfach, ihr könnt dazu schauen. He? Einfach ein bisschen drücken oder ein bisschen aufreissen vorne und dann flutschen die raus wie nichts. Dann tun wir sie auf das Backblech. Ich habe Backpapier draufgelegt und tun wir die Mandeln drauf, weil die Mandeln gehen wir zuerst rösten im Ofen. Bei 150 Grad, 20 bis 30 Minuten. Ihr wisst, ich habe keinen ventilierten Backofen, nur Ober- und Unterhitze. Und jeder Backofen ist anders. Ihr müsst einfach schauen, wenn die Mandeln in Farbe angenommen haben, dann sind sie gut, dann könnt ihr abstellen. Und dann lasst sie wirklich total abkühlen. Am besten am Abend vorher machen und dann einfach total abkühlen. Sie müssen also vollkommen kalt sein. Sonst nachher funktioniert das nicht mit den Mandeln karamellisieren. So, dann tun wir 120 Gramm Zucker in meine Pfanne, 50 bis 100 ml Wasser und wie gesagt einen guten halben Teelöffel von meinem Lebkuchenmehl, was ich selber zusammen gemischt habe. Und die Pfanne die brauche ich auch ausschliesslich nur noch für eben meine Nüsse zu machen. Und sobald das Wasser anfängt zu kochen, tut ihr die geschälten und gerösteten Mandeln rein. Ein bisschen rühren. Am Anfang müsst ihr nicht stark rühren, einfach mal ein bisschen rühren und dann einfach das verkochen, bis das Wasser verdampft. Einfach ab und zu ein bisschen rühren, dass alles ein bisschen gleich heiß wird, oder? Aber dann müsst ihr nicht viel machen. Und jetzt seht ihr, das Wasser verdampft langsam. Und je mehr das verdampft, je dickflüssiger es wird, dann müsst ihr schon anfangen, ein bisschen rühren, Nüsse, damit sie nicht anbrennen an der Pfanne. Dann wird es auch immer wie klebriger und das muss so sein. Ihr seht, es wird immer wieder trockener. Und dann müsst ihr keine Angst haben, ihr müsst jetzt einfach rühren, he? Damit die Mandeln nicht anbrennen, he? An der Pfanne. Und meistens, wenn sie dann so trocken sind, nehmen die Italiener das raus, aber ich mache das nicht, weil das schmeckt einfach nicht gleich. Ihr müsst wieder machen, dass der Zucker wieder flüssig wird, wieder karamellisiert. Genau das wollen wir haben und habt keine Angst, wenn die Mandeln dunkel werden. Die werden so dunkel, vor allem auch wegen dem Lebkuchengewürz, was ihr drin tut. Oder im Zimt, je nachdem, was ihr wollt. Aber ich rate euch an, nehmt das Lebkuchengewürz selber gemischt, das ist viel besser.
So, und wenn alles karamellisiert ist, nehmen wir es vom Feuer. Dann tun wir es aufs Backblech mit frischem Backpapier. Dann tun wir das ein bisschen verteilen, dass wir nachher, wenn die kalt sind, nicht mehr so viel zu tun haben, die auseinanderzubrechen. Ja, und das ist es war schon. Und Leute, bitte nicht anlängen, wenn sie frisch auf dem Blech sind, sie feuerheiss. Und jetzt seht ihr, haben wir hier eine Toastkelle und Pfanne. Das ist voll mit karamellisiertem Zucker. Dort einfach heißes Wasser drin oder kaltes Wasser. Dort aufkochen. Das Wasser und den Holzlöffel drinnen lassen. Dann seht ihr, das schmilzt dahin wie Schnee. Also das verschwindet ohne Probleme. Dann lasst die Pfanne ein bisschen stehen, bis alles sich aufgelöst hat. Und dann kann man es wieder weiter brauchen für die nächste Fuhr. Und ihr seht, die Pfanne ist natürlich nicht mehr ganz 100% super, aber für Nüsse karamellisieren reicht das. Und da habe ich auch schon wieder 120 Gramm Zucker drin, 50 bis 100 ml Wasser, einen halben Teelöffel Lebkuchengewürz und diesmal habe ich die Mandeln mit der Schale drin. Und ihr fragt euch ab, warum habe ich zuerst ohne Schale gemacht? Dann sind sie weniger bitter. Und sie haben noch einen besseren Geschmack, und vor allem durchs Rösten. Ihr müsst also wirklich in den Backofen tun und rösten, werden sie noch knackiger. Aber die sind auch super gut geworden. Es ist einfach, das sind die normalen, so wie man es normal macht. Oder? Aber ich habe eben ein bisschen ausprobiert und ich finde die ohne Schale noch einen Tick besser als die mit der Schale. Vor allem, wenn man sie dann eben röstet im Backofen, dann werden sie super knackig. Das kracht nur so, wenn man sie isst. Obschon ich bin kein Fan von Süßem, auch von diesem Zeug hier nicht so. Ich verschenke das Zeug meistens oder mein Mann ist es einfach auf. Aber der, wenn er einen anfängt, der kann nicht mehr aufhören, oder? Weil es einfach gut ist. Und ihr seht, je trockener das Ganze wird, je mehr muss man rühren. Auch hier. Rühren, bis es wieder, zuerst wird es trocken und nachher muss es wieder auf neu karamellisieren. Der Zucker muss wieder flüssig werden. Und habt keine Angst, wenn es ein bisschen stinkt. Das macht gar nichts, das schadet den Mandeln nicht. Aber ihr müsst bleiben rühren. So, ihr seht, wieder schön dunkel geworden, wegen dem Lebkuchengewürz. Dann nehmen wir auch die jetzt vom Herd, schütten sie aufs Backpapier und wieder verteilen, dass sie schneller abkühlen. Und denkt daran, die Nüsse sind feuerheiss. Nicht anlängen, die verbrennen euch gottgräulich. Gut verteilen, lassen abkühlen, bis sie wirklich kalt sind und dann kann man sie auseinanderbrechen. Und jetzt machen wir den Haselnüsse. Wenn ihr keine solche findet, dann könnt ihr ja die mit Schale auch nehmen. Dann ja auch Zucker, 120 Gramm Zucker, 50 bis 100 ml Wasser, einen halben Teelöffel Lebkuchengewürz, selber gemischtes drin. Und dann habe ich zuerst das Wasser aufkochen und dann habe ich die Haselnüsse drin. Und auch hier die Haselnüsse ein bisschen mehr rühren als Mandeln, weil die verbrennen schneller. Da müsst ihr etwas vorsichtiger sein mit den Haselnüssen. Und die Haselnüsse kann man also auch im Backofen rösten, wenn ihr das wollt. Macht das. Dann werden sie auch knackiger, also die sind sehr gut. Und auch hier. Der Zucker trocknet total und er muss es aber wieder karamellisieren, muss es also wieder flüssig werden und erst dann sind sie so, wie man sie haben will. Weil nur so haben sie den super Geschmack. Wenn ihr sie nur in der Pfanne lasst, bis der Zucker trocken ist und er rausnehmt, habt ihr nicht das gleiche Resultat. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Okay, und auch hier wieder aufs Backpapier. Und dann wieder verteilen, dass es abkühlt. Und auch hier, sie sind feuerheiss, nicht anlängen, die verbrennen euch.
So, jetzt machen wir die letzte Fuhr mit den Baumnüssen. So 50 bis 100 ml Wasser in die Pfanne, 120 g Zucker, einen guten halben Teelöffel von meinem Lebkuchengewürz, das ich selber gemixt habe. Lebkuchengewürz ist mein Rezept Nummer 6, könnt ihr finden. Und hier müsst ihr jetzt alles ein bisschen einkochen, dass es ein bisschen dickflüssig schon wird, schon ein bisschen wie ein Sirup. Weil die Walnüsse, die mögen die Hitze nicht so verleiden, die können bitter werden, wenn man sie zu lang drinnen lässt. Also lasst alles ein bisschen einkochen. Und wenn es dann so ein bisschen dickflüssig wird, erst dann Nüsse rein tun. Und dann ist es eigentlich wieder das Gleiche wie bei den anderen Nüssen. Das muss auch trocken werden, aber wir lassen sie nicht so lange drin wie Mandeln und Haselnüsse. Es muss schon auch wieder karamellisieren, hier bei den Baumnüssen. Aber nicht zu fest, weil Baumnüsse haben sowieso eine Form, die nicht alles regelmässig karamellisiert werden kann. Eben wegen der Form. He? Weil sonst verbrennt es dann auch. Aber und das wäre ja schade für die Baumnüsse. Und die Baumnüsse hat mir übrigens Marlene Simon geschenkt. Die hat mir da vorne gebracht von ihrem Baum, weil der dieses Jahr so viel hatte. Und die sind wirklich gut, die sind kleiner als die, die man kauft, aber die haben einen super guten Geschmack. Und hier auch schön verteilen, damit sie gut abkühlen und damit nicht alles zusammenklebt. Und dann, wenn die Mandeln abgekühlt ist, das macht ihr auch mit den anderen Nüssen, dann nehmt ihr sie einfach auseinander. Und jetzt ein Tipp, wenn die Mandeln und die Nüsse wirklich komplett abgekühlt sind, dann sie nicht im Schäli lassen, dann sie in einen Plastiksack oder in eine Plastikschüssel, wo man luftdicht abschliessen kann. Wenn ihr das nämlich nicht macht, tut der Zucker Feuchtigkeit ziehen und dann fängt die einfach klebrig werden. Und das wollen wir nicht, dass man dann mit Händchen muss die Nüsse essen muss. Also, wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir ein Like und viel Spass beim Nachkochen. Tschüss zusammen, ciao ciao!